Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen mega heftigen Outfit-Glitch und zwar zeige ich euch heute, wie ihr dieses Piraten-Outfit ganz leicht und sehr, sehr schnell bekommen könnt und das sogar solo. Auch vor mit Video ab, würde ich ja schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Außerdem Leute, für die, die ich noch gar nicht kenne, abonniert mich, so passt die krassesten Informationen und Glitches in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes Leute, erkläre ich euch, wie ihr eigentlich regulär dieses Outfit bekommen würdet. Denn dieses Piraten-Outfit hat Rockstar Games letzte Woche hinzugefügt und normalerweise Leute sind auf der Karte Schatztruhen verteilt. Und eigentlich müsstet ihr für dieses Outfit 7 Schatztruhen einsammeln. Der Haken hier an der Sache ist aber, dass ihr nur eine Schatztruhe pro Tag öffnen könnt. Also das bedeutet, ihr müsst 7 Tage lang solche Schatztruhen finden, bis ihr das Outfit freigeschaltet habt. 7 Tage ist jetzt nicht krass lange, aber schon irgendwie nervig, wenn ihr es sofort haben möchtet. Deswegen Leute, zeige ich euch hier einen Trick, wie ihr das einfach fast sofort freischalten könnt und das mega leicht. Denn Leute, als erstes gehen wir einfach in einer GTA Online-Sitzung. Und Leute, natürlich für diesen Glitch müsst ihr eine Schatztruhe einsammeln können. Sprich, wenn ihr noch so gesehen Cooldown habt, müsst ihr leider warten. Gut, seid ihr jetzt an der Schatztruhe? In meinem Fall habe ich jetzt einfach in dieser Location eine Schatztruhe gefunden. Denn Leute, der Glitch hier an der Sache ist einfach, ihr sammelt die Schatztruhe ein. Und zwar kommt dann über die Minimap die Meldung, dass ihr die Schatztruhe eingesammelt habt. 1 von 7, 2 von 7, 3 von 7, wie weit halt ihr eben seid. Und Leute, der Trick hier dran ist einfach, sobald ihr das seht, müsst ihr GTA neu starten. Ja, das ist jetzt die ganze Magie hinter eigentlich, ne? Das machen wir jetzt einfach mal. Ich sammle jetzt hier die Schatztruhe ein, ich bekomme die Meldung, ich schließe direkt GTA und starte es einfach nochmal neu. Und Leute, ne, ihr könnt es einfach direkt wieder in GTA Online laden. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt wieder in einer GTA Online-Sitzung. Ich bin leider nicht wieder an dieser Location gespawnt, deswegen muss ich jetzt kurz wieder dahin fahren. Gut, seid wieder an der Location, dann mein Tipp, Leute, setzt euren Spawnpunkt auf letzte Location und vor allen Dingen ändert ein Outfit und wartet die orangene Ladeschnecke ab, damit ihr beim GTA Neustarten immer wieder hier spawnt. Gut, Leute, und jetzt ist hier die Magie. Ihr müsst das Ganze einfach nur so lange machen, bis ihr 7 von 7 voll habt. Das bedeutet, ich mache das hier kurz im Schnelldurchlauf. Ich sammle jetzt einfach 7 Mal diese Kisten ein, so gesehen. Und jedes Mal, wenn ich eine Kiste eingesammelt habe und die Meldung über die Minimap kam, habe ich einfach GTA neu gestartet. Und das war hier der ganze Glitch an dieser Sache. So habe ich das Outfit bekommen. Mega leicht, Leute, wirklich. Und ganz wichtig, Leute, und achtet darauf, wie viele Kisten ihr schon eingesammelt habt. Denn, Leute, wenn ihr den Fehler macht und zu viele einsammelt mit diesem Glitch, dann kommt zwar die Meldung, dass ihr das Outfit freigeschaltet habt und dass das Outfit jetzt verfügbar ist, aber ihr habt es nicht. Deswegen, Leute, achtet ganz genau darauf, ob ihr noch eine Kiste braucht oder nicht. In meinem Fall habe ich jetzt gerade die 7. Kiste eingesammelt und ich habe auch hier gerade die Meldung erhalten, dass ich jetzt das Outfit in meinen Kleiderschrank finde. Sprich, wir schauen einfach mal nach. Gut, ich bin jetzt hier einfach mal in meinem Apartment und schaue unter meinen Special Outfits und tada, da ist es, das Piraten-Outfit oder wie ich es gerne nenne, Captain Jack. Ist ja klar. Und Leute, das war schon der ganze Glitch dahinter, also sprich einfach nur Kiste einsammeln und direkt GTA neu starten. Ich weiß, krasser Glitch. Aber Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin mal raus, euer Bombard. Ciao.